Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man eine Textur auf ein Part drauf macht. Und das ist eigentlich super einfach zu erklären, aber ich mach's ein bisschen ausführlicher, damit's auch in ein Video passt. Hier sehen wir ein paar Parts, die ich vorbereitet habe für das Tutorial. Und was der Unterschied zwischen all diesen Dingern ist, erkläre ich jetzt in dem Video. Wir fangen direkt an und für diese Textur, sage ich mal, habe ich einfach nur das Material vom Part geändert. Ich habe ein ganz normales Part genommen und bin dann hier unten ins Properties-Fenster gegangen und habe das Material von Plastik geändert zu Limestone. Und dann sah das schon so aus. Wenn ihr dann auch noch die Form haben wollt, kann ich euch auch erklären, könnt ihr hier ein bisschen runterscrollen. Und dann steht hier Shape und das können wir von Block zu Zylinder ändern. Und dann haben wir auch so einen Zylinder hier. Eine andere Möglichkeit, um die Textur oder das Material zu ändern, ist es halt wirklich eine Textur zu verwenden anstelle eines Materials. Weil die Materialien, die ihr habt, die sind hier vorgegeben und begrenzt. Also habe ich hierfür einfach einen Part wieder genommen. Ich nehme jetzt dasselbe Part hier, habe dann aufs Plus gedrückt und eine Textur hinzugefügt, eine Texture. Und für diese Textur braucht man auch ein Image. Und dafür kann man einfach in die Toolbox gehen, dann auf Models, dann auf Images und dann zum Beispiel Textur eingeben. Und dann haben wir hier Carpet Texture. Die macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber wir machen einfach Copy Asset ID, gehen dann auf unsere Textur und hier bei Textur pasten wir die Zahl rein und dann ist der Teppich hier drauf. Ihr könnt dann die Größe von dem Ding einstellen. Zum Beispiel hier wollen wir 5 Stats haben, damit der hier komplett drauf passt. 7 Stats vielleicht. Okay, 6. Und das Ding dann auch ein bisschen erhöhen. So, und dann ist der Teppich hier. Und diese Textur muss man dann mit STRG-D ein paar Mal duplizieren. 6 Stück braucht man und muss dann jede einstellen für jede Oberfläche. Das heißt, die erste ist Face Back. Die zweite wird dann Face Bottom. Die nächste wird Face Front. Die nächste Face, Left, Right und Top. Und dann haben wir unsere Teppichtextur raufgemacht. Hier habe ich genau das gleiche gemacht, halt mit so einer Missing Texture. Und wenn ihr eure eigene Textur dafür nehmen wollt, dann ladet einfach eine hoch. Das könnt ihr machen, indem ihr auf View geht, dann auf den Asset Manager und dann hier bei Images einen Rechtsklick macht und Add Images wählt. Und dann könnt ihr ein eigenes Bild als Textur hochladen und hier hinzufügen. Aber Texturen sind ziemlich veraltet. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Hier habe ich nochmal was Ähnliches gemacht wie auch hier. Ich kopiere nochmal diesen Part. Ich habe einfach nur Material genommen. Diesmal habe ich Snow genommen. Und dann ist hier die Snow-Textur. Diesmal habe ich als Shape ein Ball genommen. Hier haben wir unseren Ball. Und die nächste Möglichkeit, um halt das Aussehen seines Parts zu ändern, ist die Farbe anzupassen. Ihr klickt den Part an, habt dann hier Color. Es gibt die Brick Color, da habt ihr dieses vorgefertigte Auswahlspektrum. Aber es gibt auch schon länger den neuere Property Color. Da klickt ihr rauf und dann könnt ihr eine Farbe eurer Wahl wählen und halt einstellen, dass es so aussehen soll. Die nächste Möglichkeit, das Aussehen von seinem Part zu ändern, ist mit der Reflectance. Wenn ich jetzt dieses Part hier nehme, hier rüberziehe und dann die Reflectance komplett auf volle Pulle stelle, ändert sich gar nichts. Weil Reflectance wird von den meisten Materialien nicht unterstützt und Roblox kann sowieso noch nicht richtig reflektieren mit der Grafik-Engine, die wir haben. Aber wenn ihr dann das Material wieder zurückstellt auf das Standardmaterial Plastik, dann ist es auf einmal komplett reflektiv. Ihr könnt die Reflektanz auch ein bisschen niedriger stellen und ihr seht, das ist dann so ein Spektrum von ganz normal oder reflektiert den Himmel. Es wird immer die Skybox reflektiert. Wenn ihr also ein Spiel habt, das in einem geschlossenen Raum ist und ihr dann eine bestimmte Reflektion haben wollt, dann könnt ihr da zum Beispiel von diesem Raum eine Skybox erstellen, die Skybox in das Spiel reinhauen und dann habt ihr so halbwegs einen Spiegel. Ist aber ziemlich aufwendig, um halt so einen groben Spiegel zu erstellen. Die nächste Möglichkeit, das Aussehen von einem Part anzupassen, ist es, die Transparency einzustellen. Ich kopiere mir das hier rüber, mache das Ding jetzt auch mal wieder zu einem Block. So, und beim Block sieht Reflectance dann gar nicht mehr so interessant aus. Aber wir können hier hochgehen und dann gibt es noch den anderen Regler Transparency. 0 heißt keine Transparenz und 1 heißt komplette Transparenz, also unsichtbar. Wenn ihr was dazwischen habt, dann habt ihr was dazwischen. Jetzt ist es reflektend und halb transparent. Dann gibt es noch ein cooles Material, das nennt sich Force Field. Dafür gehen wir hier einfach mal auf Material und dann Force Field, das unterstützt natürlich wieder keine Reflectance. Ich packe die Transparency jetzt mal wieder auf 0, weil das Ding ist von Haus aus sehr durchsichtig. Wir können jetzt hier noch die Farbe einstellen. Hier habe ich zum Beispiel so ein Blau genommen, dann relativ hell. Und dieses Force Field sieht erstmal ganz interessant aus. Man kann damit aber noch nicht viel machen bei einem normalen Block. Wenn man was da richtig mitmachen will, dann muss man auch mal was anderes nehmen als ein Part, und zwar ein Mesh-Part. Um ein Mesh-Part zu eurem Spiel hinzuzufügen, könnt ihr nicht hier oben auf Part gehen, sondern müsst wirklich hier in euer Spiel auf den Workspace ein Plus klicken und dann auch auswählen Mesh-Part. Und dann habt ihr hier so ein Mesh-Part und auf dieses Mesh-Part könnt ihr ein Mesh, also ein 3D-Objekt anwenden. Dafür könnt ihr in der Toolbox auch einfach Meshes auswählen. Dann zum Beispiel, ja, keine Ahnung, cool eingeben. Und dann bekommt ihr ein paar coole Meshes, wie zum Beispiel, nehmen wir das hier. Mache ich einen Rechtsklick, mache dann Copy Mesh ID
Und dann gehe ich auf meinen Mesh-Part und wähle hier aus Mesh-ID, geben wir ein. Und dann haben wir genau dieses Mesh, das hier zu sehen war. Was gar nicht mal so cool ist. Wenn ich einfach nichts eingebe, dann kommen halt die beliebtesten Meshes. Und ihr seht, die kommen auch mit Texturen. Zum Beispiel Diona können wir hier nehmen. Können wir eigentlich auch einfach so reinziehen. Wie ihr seht, das ist dann einfach nur ein Mesh-Part. Und in dem Mesh-Part ist dann schon ein bisschen was drin. Und zwar einmal haben wir hier die Mesh-ID. Und andererseits noch die Texture-ID. Diese Textur, wir können jetzt mal hier rübergehen auf das Ding. Und dann packe ich die Textur einfach mal hier rein. Dann seht ihr, so sieht die Textur von diesem Mesh aus. Und die wurde halt auf dieses Mesh raufgemappt, dass es am Ende so aussehen kann. Da ist viel Arbeit im Blender drin. Falls ihr wissen wollt, wie man solche Meshes und solche Texturen in Blender erstellt, dann schaut euch mein Tutorial an, das jetzt oben auf dem i verlinkt ist. Wir machen an der Stelle mal weiter, indem ich das Ding hier lösche und ich kopiere mir einfach mal diesen Part hier raus und packe den hier hin. Weil hier habe ich ein anderes Mesh aus der Toolbox genommen oder auch eine andere Textur aus der Toolbox genommen, die ich raufgeklatscht habe. Mit der können wir weiterarbeiten, weil wenn ich jetzt von diesem Teil das Material von Plastik wieder umende auf Force Field, dann bewegt sich das Force Field und zwar entsprechend der Textur. Hier habe ich so eine Textur genommen, die so brrrt geht und das Force Field, das richtet sich aus einerseits nach der Helligkeit und auch nach den Farbabstufungen der Textur. Je nachdem, in welchem Spektrum sich das befindet, wird halt zu einer bestimmten Zeit diese Fläche aufleuchten. Wenn wir hier jetzt auf Meshes wieder gehen, dann wieder Images auswählen und dann zum Beispiel ein Gradient eingeben, dann gibt es hier zum Beispiel so eine Gradient-Texture. Dann gehe ich mal auf Copy Asset ID, gehe hier rein und wähle dann aus Texture ID, gebe diese Asset ID ein und wir sehen, da passiert nicht viel. Das ist ziemlich langweilig. Okay, probieren wir es mal mit diesem Schwarz-zu-Weiß-Gradient hier. Und da seht ihr, jetzt läuft es richtig durch. Weil wir jetzt einen glatten Verlauf haben, seht ihr auch, wie dieses Force Field arbeitet. Es geht wirklich diese Helligkeitsstufen ab und bounce so langsam hin und zurück. Relativ organisch sogar. Damit kann man richtig viel Zeug anstellen, wenn ihr wisst, wie es geht. Wenn ich jetzt von Force Field wieder umstelle auf Plastic, dann seht ihr, so sieht das Ding aus. Ziemlich langweilig. Aber wenn es ein Force Field ist, dann sieht es halt so aus. Und damit lassen sich coole Effekte erzielen. Die Farbe sorgt dann natürlich dafür, wie das Force Field am Ende aussieht. Wenn wir können das hier auf gelb stellen, dann ist es so ein gelbes Force Field. Aber mit einer Mesh-ID und einer Texture kann man immer noch keine Tiefe erzeugen. Ihr habt bestimmt schon mal so 3D-Models gesehen, die richtig Tiefe haben. Dafür gucken wir jetzt mal weiter hier. Wie wurde das hier gemacht? Dass das so ein bisschen reflektiert an manchen Stellen so aussieht, als ob es ein bisschen rausgeht, ist jetzt auch nicht optimal. Aber das wurde gemacht, ich kopiere mir diesen Block einfach mal, nehme die Texture-ID hier raus, packe das Material wieder auf Plastic zurück und ich gebe jetzt einfach mal bei der Toolbox nochmal Mesh ein, weil der Block, den ich rausgesucht habe, der war gar nicht so optimal, weil die Flächen alle invertiert sind. Ich nehme jetzt einfach mal, ja, diesen Cube hier. Copy Mesh-ID. Dann füge ich die Mesh-ID hier einmal ein. Und hier sehen wir jetzt, hier fällt das Licht auch richtig drauf, so wie es rauffallen soll. Ein Tipp kann ich euch noch zu Meshes geben. Wenn euer Mesh jetzt so komisch aussieht, dass man es irgendwie immer so von innen sehen kann, dann sind die Faces halt in die falsche Richtung. Dann wurde das Mesh blöd gebaut. Um das grob zu fixen, könnt ihr hier einfach auswählen Double-Sided. Dann werden beide Seiten angezeigt, aber ihr habt dann halt das Problem mit der Beleuchtung, das wir hier haben. Und deswegen habe ich jetzt dieses Mesh ausgewählt, weil das ein besseres Beispiel bieten kann, um so ein richtiges Material mit Tiefe zu erzeugen, wie diese Materialien hier, diese Standardmaterialien von Roblox, könnt ihr eine Surface Appearance hinzufügen. Ich gehe jetzt hier aufs Plus, gebe dann ein Surface und da kommt schon Surface Appearance und die ändert erstmal nichts, weil hier müsst ihr Bilder hinzufügen. Eine Color Map, eine Metalness Map, eine Normal Map und eine Roughness Map. Wer sich von euch ein bisschen so mit 3D-Modeling auskennt, der weiß, dass jedes Material halt solche Maps hat, um dem Spiel zu sagen, ja, von dort soll das Licht einfallen, da sollen so ein bisschen Bumps sein und so weiter. Dafür habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, solche Maps rauszusuchen. Ich habe einfach eine fertige Surface Appearance aus der Toolbox rausgezogen. Die werde ich hier jetzt auch einmal reinhauen. Und dann sieht das Ganze auch so aus. Ziemlich cool. Jetzt gibt es hier Stellen, die reflektieren, die sind schwarz, die sind weiß. Und damit kann man echt viel anstellen, vor allem wenn man gutes Material hat. Ich finde, die Materialien sind jetzt nicht die geilsten, aber hier habe ich noch ein zweites Material rausgesucht, die Surface Appearance hier. Und da werde ich diese Surface Appearance mit STRG-SHIFT-V einfach mal reinhauen. Und da seht ihr, das sieht ja schon viel mehr aus wie richtiges Holz. Ich finde, da fehlt immer noch so ein bisschen die Bumpiness. Aber das ist doch schon mal was. Damit lässt sich arbeiten. Die Bumpiness kommt übrigens aus der Normal Map. Und die können wir uns einfach mal angucken, indem ich ein Part nehme. Dann packe ich das Part hier hin. Und dann haue ich eine Texture dazu auf den Top. Und da seht ihr, so sieht diese Bump Map aus. Die Color Map ist einfach nur eine Textur.
Das heißt, wenn ich hier jetzt einfach die Color Map reinhaue, dann seht ihr die Textur von dem Holz, wie es so aussehen würde ohne diese ganzen anderen Maps. Die Roughness Map zeigt, an welchen Stellen so ein bisschen reflektiert werden soll. Und da sehe ich, da hat wohl jemand so ein bisschen gemogelt. Also das ist eine schlechte Roughness Map. Und deswegen sind die Reflektionen auch so blöd bei diesem Material. Weil diese Roughness Map passt gar nicht. Das können Fliesen sein, aber das kann auf jeden Fall nicht so ein Ding sein. Das ist, glaube ich, ein starkes Problem hiervon. Deswegen sieht das Material auch nicht so gut aus. Und die Metalness Map macht so shiny Parts wie das da. Solche Maps könnt ihr übrigens mit ganz viel Software, die da draußen zur Verfügung steht, automatisch aus einer Textur erstellen lassen. Das will ich euch aber gar nicht zeigen, weil das ist gar nicht Part dieses Tutorials. Ich habe euch jetzt viele Möglichkeiten gezeigt, wie ihr solche Parts gestalten könnt, um euer Spiel am Ende auch besser aussehen lassen zu können. Das letzte, was ich euch noch erklären möchte, ist, wie ihr so ein eigenes Material macht, dass ihr dann hier auch einfach so einen Material-Tab auswählen könnt, weil dafür hat Roblox in den letzten Monaten auch einen Material-Service hinzugefügt und den findet ihr hier, den Material-Service. Und hier könnt ihr zum Beispiel eine Material-Variant hinzufügen und die nimmt wieder eine Color-Map, Metalness-Map, Normal-Map und Roughness-Map. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel von dem Ding hier, von dieser Surface Appearance, die ganzen Maps übernehme. Ich packe mir das mal hier hin und dann einfach nehme die Color Map, kommt hier rein, die Metalness Map kommt hier rein, die Normal Map kommt hier rein und die Roughness Map kommt auch hier rein. Dann könnt ihr das Material Pattern von Regular noch auf Organisch stellen und so weiter. Stats per Teil, also die Größe könnt ihr einstellen und das Base Material könnt ihr auch noch einstellen, weil das ist dann halt das Base Material, von dem es halt ausgeht. Und diese Material Variant, die nenne ich jetzt einfach mal um in geiles Metall. Und dann könnt ihr hier, wenn ihr ein neues Part habt, einfach nicht Material, sondern Material Variant auswählen. Und da seht ihr, geiles Metall ist jetzt dabei. Und da ist das geile Metall dabei und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Jetzt habt ihr ein eigenes Material hinzugefügt, das dann auch so ausgewählt werden kann. Das heißt, ihr stellt hier einmal dieses Material im Material Service ein und dann habt ihr es hier drin und könnt es auf eure Parts hinzufügen. Und das sieht doch richtig geil aus. Ihr seht, die Map, die teilt nicht richtig. Da gibt es noch ein paar Probleme. Man könnte jetzt am geilen Material vielleicht Material Pattern auf Organisch umstellen. Dann sieht es so aus. Da überschlägt sich auch noch ein bisschen was, also ist Regular wahrscheinlich besser. Aber wir haben hier unser eigenes Material. Und das wär's dann auch. Der letzte Tipp, den ich euch noch geben muss, ankert eure Parts, damit die nicht runterfallen. Anklicken, Model und hier auf Anker gehen. Das muss ausgewählt sein, sonst fallen euch die Sachen runter. Ich werde so oft gefragt, alles fällt runter. Ja, du musst ankern. So, das war's dann aber auch. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt, was ihr so wissen müsst, um ein Material einzustellen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr noch irgendwas vergessen habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!